So, jetzt kein Argument. Lass mich da noch mal rein. Ich glaube, ich bin da, ja. Ja. Macht ihr da gerade die Tür auf? Ich hasse ihn. Aber wo ist denn die Tür überhaupt? Ja, er macht die Tür auf. Er hat doch Scheiße im Kopf. Von wegen ist mein Freund, ja. Ein Arsch ist der. Was ist nicht mein Freund? Solche Leute kenne ich nicht mal. Das ist viel zu viel, was da kommt. Ist da ein Monster-Spawner drin? Ich muss mal nachschauen. So weit kommen wir nicht mal rein, dass ich da nachschauen könnte. Nein, das ist der Geheimgang. Ich denke mir schon, hey. Müsste denn nicht hinter der blauen Tür sein, der Monster-Spawner? Jetzt sehe ich es gleich besser. Ich sehe, dass da kein Monster-Spawner ist. Erstmal nicht so direkt, nein. Können Sie wenigstens wohl mal nicht schießen, ne? Nein, 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 nein. So können sie wenigstens nicht schießen. Aber dazu geht mir auch sehr schnell die Gauss-Munition aus. Wer was anderes behauptet, der hat keine Ahnung. Der hat sich das Let's Play nicht angeguckt. Das war nicht eine Minute lang. Das ist übrigens ein Gegner. Ich weiß, ich sehe diese Gegner, die so versteckt und ganz, ganz schnell ins Bild fliegen und wieder wegfliegen. Selten, aber meine Überreflexe befähigen mich dazu, die zu sehen. Da kommen übrigens auch mehr. Das ist doch ein Monster-Spawn, oder? Der wird immer wieder aktiv, würde ich mal sagen. Hallo. Ich park mal in der Tür. Nicht zugehen. Ich hatte ihn schon getötet. Der Cheater. Der Sohn einer... Oh, ein Schuss tot. Haha. Hui! Hui! Ja, so schön. Ich hatte ihn doch getötet. Die Gegner, die ich getötet habe, wenn wir nicht tot sind. Ich hasse das. Wie, keine Schildenergie? Toll. Tatsächlich. Kein Monster-Spawner. Sehr schön. Moin. Irgendwo war ja noch Unsichtbarkeit, muss ich mit der rauskommen, statt mit der Unverwundbarkeit. Hey, die Omega-Kanone, die ich vorhin schon gefunden habe im Secret-Level. Aber schön, dass es auch da ist. Ja, dann get mich mal. Hey, das ist auch ein Bluttor. Geht ja voll die Party ab. Was macht denn der Schalter? Okay. Lass mich raten. Ich will mal was testen. Nö. Hä? Hier überall die Türen hingehen. Halt, Moment, da komme ich ja her. Ja. Hey, ich hab's getroffen. Mann, bin ich mal wieder gut. Da ist noch einer. Das habe ich so zumindest das Gefühl, dass da noch irgendwo einer ist. Wie die mich mal sehen, obwohl ich unter ihnen bin.
Wieder mal ein perfekter Schuss von mir. Dem Übergott höchst selbst. Dem Einzigartigen, dem Großartigen, dieser Raum gefällt mir nicht. Ich weiß auch, warum der mir nicht gefällt. Er ist einfach viel zu braun. Das ist ein Nazi-Raum, ey. Rechtsradikaler Raum hier. Die Menge an Alternativen ist leider beschränkt. Geht denn hier der Raum? Nach unten geht der. Das hilft mir jetzt nicht unbedingt. Hey, das ist die Full Map. Die hätte ich gern, aber... Ich meine nicht, dass ich sie jetzt bräuchte oder so, aber ich hätte sie gern. Ich würde auch gern weiterleben, aber das sind unwichtige Details. Ich will erst mal schauen, ob ich diesen Gang vielleicht hier irgendwo finden kann. Ob ich den Gang hier irgendwo finden kann. Lalalala. Ich kann voll gut reimen und singen. Hätte ich jetzt so eine tragische Story, könnte ich heute SCS mitmachen. Mein schlechter Gesang. Scheiß Aussehen. Aber Hauptsache eine tragische Hintergrundgeschichte, die man ausschlachten kann. Könnte bei DSDS Kids mitmachen, ne? Weil ich sehe aus, als wenn ich gerade erst... Also ich verhalte mich auf jeden Fall so, als wenn ich 3 wäre. Oder 5, keine Ahnung. Wie halt gerade die Grenze ist. Ach, ich komme einfach nicht rein. Hier muss doch irgendwo einen Geheimgang geben. Door unlocked. Ja, welches Door denn? Nee, hier wohl nicht. Moment. Schön, wie ich einfach nichts mache. Nein, hier ist kein Door. Door unlocked. Und zwar fliegen wir zurück, 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 zurück. Flash Missile habe ich schon 40. Zurück, 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 zurück. Oh. Nein. Ah, abgelehnt. Yeah, voll in die Fresse. Hey, du bist kein... Was habe ich denn jetzt getroffen? Nichts, aber schön, dass wir darüber geredet haben. Wo ist er denn hin? Ich habe ihn gesehen. Ich glaube, ich habe ihn sogar getötet. Mann, bin ich gut. Ich bin so gut. Ich hab's voll drauf! Hab dich noch voll getötet, du Arschloch. Konnte ich nichts dagegen tun. Sauber abgemäht. Beim ersten Versuch gleich. Ich musste nicht einmal laden, Mann, bin ich so gut. Oh nö. Tut dir das Note, dass der hier so rumoxidiert? Tut dir das Note, dass das hier so rumschießt und so? Tut das Note, dass mich von irgendwoher ein Gegner beschießt und ich ihn nicht sehe? Von woher schießt der überhaupt? Wo ist er denn? Ich sehe ihn ja nicht. Mensch, ich drück doch Alt F3, nicht F3. Woher? Von der anderen Seite. Selbstmord. Ah! Der kommt von da unten. Er will es mir hart von unten geben.
Geh doch mal sterben, bitte. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr. Ich kann die Worte fassen, wie sehr ich es hasse. Es ist unfassbar, wie unfassbar ich es hasse. Gleich wieder Sidearm-Module, fürchte ich mal. Keine Sidearm-Module. Ich muss da irgendwann wieder rauf. Und durch die gelbe Tür muss ich auch noch. Irgendwann. Später. Sehr viel später. Cider-Module. Nein. Hat es nicht die Gegner, die Cider-Module geworfen haben? Oder ist es ein, oder einer von den Gegnern, die sich in so Module aufgesplittet haben und... Zum Glück sind die Gegner nicht irgendwie schnell oder so. Wo ist hier der Gegner, den ich töten will? Ich will auch nicht in die Lava fliegen. Übrigens kann jetzt habe ich verwende ich gerade im Moment die neue Fripp-Version 3.5. Ich hoffe einfach mal die Aufnahme gelingt damit auch. Ist genauso scheiße wie alle anderen. Hey. Jetzt kann die Full Map, Mann. Und ja, jetzt muss ich zurück. Ich kann jetzt auch alles auf einmal aufnehmen, das mache ich nicht, weil würde ich das machen, dann hätte ich jetzt irgendwie 2-Stunden-Datei. Die müsste dann mehrfach rendern und so, aber für meine Nebenprojekte wäre das auf jeden Fall interessant. Was, wo kommt die denn her? Wo kommt die denn her? Ja, der Monster Spawn dann so, ne? Monster Spawn, ne? Schon mal gehört? Nö. Ist mir neu. So, was gibt's in dem Spiel? Für meine Nebenprojekte ist das sicherlich interessant, sag ich mal. Weil die nehme ich ja, lade ich ja, will ich ja immer so technisch in einem Stück. Wow, ich vorbeischieße, ist grauenhaft. Ich lade ja schon wieder. Aufnehmen oder nehme ich immer in einem Stück auf und dann. Extra liefern. Ja, super. Ah, Sidearm-Module. Module. Och nö. Du, das ist das Not, dass die so rumoxidieren. Nicht den Blick vom Spawner abwenden. Niemals. Cool, hier wird auf jeden Fall nicht aktiv, wenn ich die Tür öffne. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt sind die Gegner drin nur recht wenig. Dann ist aber nicht gleich nochmal ein Spawn und Ecken. Nein, nein. Hab mir nur eingebildet. Ja, wenn man eine gute Gelegenheit hat, auf jeden Fall, weil ich da Waffenenergie brauche. Schildenergie. Und Gauss-Munition. Leuchtest du lustig vor dich hin, ja. Nein, wird nicht aktiv. Leuchtet nur lustig vor sich hin. Bei meinen Nebenprojekten kann ich dann alle einmal aufnehmen und muss dann nur eine Datei rendern. Nicht mehrere zusammenstöpseln. Was mir total Zeit spart. Ich
Ich hasse diese Sidearm-Module. Das war dann aber fast das Gefühl, dass es irgendwie aufeinander läuft. Dabei sind die Minimum-Hardware-Anforderungen gestiegen. Was irgendwie auch logisch ist. Das hast du so gedacht, aber ich bin schlauer als du. Ich bin nämlich eine natürliche Dummheit und nicht eine künstliche Dummheit. Ich werde noch viel Spaß haben, habe ich das Gefühl. Ist da ein Monster-Spawner drin? Hoffentlich nicht. Nein! Ist nicht einer, sind nicht zwei, sind drei! Als weiter schießen nur nicht. Was zur Hölle? Schießt denn da alles auf mich? Nicht näher definierbar. Okay, ich wechsle jetzt die Waffe. Nur 17.000 Schuss. So viel zum Thema, finde genug Munition. Ich bin blind. Ich bin geblendet von meinem guten Aussehen. Mal wieder. Okay, wir gehen rein. Ich sehe Monster spawnen. Wunderbar. Der wohl aktiv wird, bestimmt nicht dann, wenn ich die rote Keycard aufgesammelt habe. Nein, der wird sofort aktiv. Wie vorhin du auch. Och nö. Tun wir das Not? Minas! Ich glaub, die Russen sind im Keller. Schau doch mal nach! Sieht nicht aus wie ein Russe. Er ist nicht rot. Aber er schießt auf mich, ne? Das verwirrt mich, ne? Ich habe jetzt ein Indiz, das für Russen spricht und eins, das gegen Russen spricht. Ärgerlich. Verwirrt mich. Unklare Befehlslage. Ich kann so nicht arbeiten. Und in der Tat, die Framerate bricht nicht mehr ganz so stark ein wie bisher immer bei Lava. Hier hat sich voll gelohnt. Ein halbes Schildenergie. Der halbe! Hallo! Hallo! Können wir nicht einfach alle Freunde sein? Wir können doch reden! Ui! Also so meine ich das jetzt nicht, ne? Mein erst reden, dann können wir Körperbestandteile austauschen. Nein, ich mag das gerne. Ich habe manchmal nicht drauf von einer Frau oder anderen Männern mit Körperinhalten bedeckt zu werden. Ich sehe die rote Keycard. Ich kann rote Keycard sehen. Den mache ich mal lieber so platt. Das ist ein ganz mieses Gefühl auf einmal. Diesen Raum so anschauen. Apropos, was sind überhaupt die Geißeln? Wie komme ich denn da hin? Interessante Frage. Tiefer und treffe vielleicht auch irgendwann mal was. Also irgendwann, ne? Ich kann keine Monster-Spawners erkennen bisher. Bisher. Aber eine Fusion-Kanone. Tschüss. 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 Okay, wir nehmen sie auf. Und Red Arcase ist grandig geworden. Ach, da ist unten. Da ist oben. Da ist ein Gegner.
Ich schalte vielleicht lieber mal vorher aus. Ach halt, da ist er oben. Da ist unten irgendwie. Ist ja dreidimensionale Sicht. Alles nur unnötig kompliziert. Okay, der Monster Spawner ist schon aktiv. Alles klar. Dann kann ich die Keycard auch gleich mitnehmen. Aber ich hätte doch schon gerne diese Munition. Mhm. Die Rakete hat's gebracht. Da kann man jederzeit speichern. Nicht nur dann, wenn keine Gegner da sind, wie bei manch anderem Spiel. Gut, in manch anderem Spiel gibt es auch keine Monster spawnen, die können die Monster ausspucken, ne? Sehr effizient, was ich da mache. Es hat eindeutig Struktur und da steckt ein Plan dahinter, den ich nur nicht verstehe, weil es so dumm sei. Weil ich bin total intelligent, deswegen verstehe ich den. So, die kommen da einfach so raus. Das heißt, der wäre auch so da. Keine Seitarme? Schön. Dann kann ich die Gauze wieder einpacken. Steckt meine große Kanone wieder weg. Upsala. Ich pack sie besser nochmal aus. Oh Gott. Oh Gott! Seitarmangriff des Todes. Machst du das schon? Ist das alles, was ihr aufzubieten habt? Ist ja lächerlich. Unbedeutend. Oh, da ist noch einer. Ha, habt ihr gesehen, mit welcher Reaktionsgeschwindigkeit ich seit Kugeln im letzten... Hey! Willst du mich totschießen schon wieder? In der letzten Sekunde ausgewichen bin? Ha, wie ein echter Überprobe, der ich auch bin. Und 64 Schrillenergie. Mann, bin ich gut. Niemand gesehen. Ha, ah, ich dachte, du kannst dich mit mir anlegen, Kleiner, was? Aber ich bin einfach der Beste. Oh nee. Tun wir das Note? Dass der schon wieder aktiv wird. Zumindest Note, dass der mich schon wieder trifft. Die wollen hier, glaube ich, rein. Wieso habe ich das Gefühl, dass die mich einfach nicht mögen?